Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Ja, was haben wir in dieser Folge vor? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir tun erstmal das, was uns das Spiel sagt. Wir fliegen erstmal da hinten hin. Ich habe keinen Bock zu laufen. Müssen wir noch hier rückwärts ausparken, ne? Und ich würde sagen, danach machen wir uns hier in der Galaxie erstmal ein bisschen breit. Na, ein bisschen expandieren. Würde ich sagen. So, was gibt es denn da hinten? Verschlüsseltes Signal. Tja, wollen wir doch mal schauen, was es da so gibt. Nicht dieser. Ach so. Oh, nicht dieser Planet. So. Einmal aus der Atmosphäre raus. Das sieht gut aus. Und das ist da hinten. Mal ein bisschen höher hier. So. Das sollte reichen. Huch. Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Oh Mann. Ja. Ah. So. Läuft. Huch. Was? Was? Moment. Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Ich weiß noch nicht, wie viel ich jetzt am Stück aufnehme. Ich muss gleich nochmal weg. Kann sein, dass ich jetzt nur erstmal diese eine Folge hier aufnehme und dann mal schauen, wann es mit den Aufnahmen weitergeht. Aber das sollte ja wie immer kein Problem sein. Ankunft in 3 Stunden. Nee, so lange hab... Ah, schon wieder, Alter. Wir müssen... Scheiße. Ich habe das Gefühl, wir kommen nicht weiter von dem Planeten weg. Huch! Alter. Was denn hier los? Irgendwas stimmt hier doch nicht, oder? Erstmal gucken, ob wir da ein bisschen was finden. Okay. Hier ist es dunkel. Hier ist anscheinend gerade Nacht. Sehr schön. Finde ich ganz cool. Ich finde das Spiel, das ganze Konzept irgendwie cool. Ist ja auch mega, Alter. Da hat man damals ja auch nur von geträumt. Weißt du so, wo man als Kind so angefangen hat zu zocken, wo dann die... Was gab es denn damals für Weltraumspiele? So, ich weiß es nicht. Ja, das heißt jetzt eine Open World, ein ganzes Universum. Und du kannst dich echt frei bewegen. Also das ist echt, ja, keine Ahnung, wie sagt man? Der Wahnsinn? Der Wahnsinn, ich sag einfach der Wahnsinn. Ankunft in 6, 5, 4, 3, 2, 1. Njung. Okay, das mit dem Texturenladen ist noch ein bisschen Arsch, aber hey, was ist das denn? Was zur Hölle? Ist das ein ganzes Schiff? Das ist ein Schiff, ne? Alter. Okay. Temperatur 34 Grad. Lass ich gerade noch so durchgehen. Biom, Lau, Wächter limitiert. Flora umfassend normal. Ja. Ey, das sieht mir erstmal wie ein geeigneter Planet aus. Um sich hier auszubreiten. So, wollen wir mal gucken. HS-Flügel der Anomalie. Protokoll beschädigt. Unvollständige Aufzeichnung verfügbar. Das Signal hat mich zum Wrack eines Frachters geführt, dessen gewaltige Metallfragmente in der Landschaft verstreut sind. Stammen diese Nachrichten also nur von den fehlerhaften Schaltkreisen einer längst vergessenen Ruine? Ich finde das Protokoll des Piloten zwischen den Trümmern.
Es blinkt und wartet auf eine Eingabe. Okay, Protokoll anfordern. Das Terminal spuckt eine seltsame Zahlenabfolge aus, statt das Protokoll des Schiffes anzuzeigen. Dann folgt eine kurze Nachricht. Okay. Die Anomalie kommt der Sterne wegen. Starten. An das Ende der Nachricht ist ein Bauplan für einen Hyperantrieb angehängt. Hyperantrieb, das hört sich gut an. Ich extrahiere den Bauplan aus dem Computer. Aber dieser Hyperantrieb-Bauplan ist für ein gewöhnliches Raumschiff und nicht für einen Frachter dieser Größe. Jemand hat ihn nach dem Absturz hier platziert, in der Hoffnung, dass er gefunden wird. Wir brauchen Mikroprozessoren und chromatisches Metall. Ich glaube, fangen mit der Installation des Hyperantriebs an. Ich glaube, wir können... Hier, die Mikroprozessoren müssen hergestellt werden, ne? Oder? Oder muss ich die kaufen? Wollen wir doch mal eben gucken hier. Produkt herstellen. Können wir... Wir nicht herstellen. Okay. Ja gut. Kaufen. Ja, da steht's ja. Na. Jetzt würde ich mich hier trotzdem nochmal ein bisschen umsehen. Ganz gerne. Ah, warte mal, wir haben noch einen Scanner. Wir haben einen Scanner. Was ist das? Frachtkapsel. Meins. Warum ist die da unten? Wo ist sie jetzt? Da unten. Warte mal. Markieren. Markiert. So. Abbauen. Ah. Ja. Läuft. Läuft. Wie... Ah. Beschädigtes Bedienfeld. Ja, wie komme ich... Huch. Hallo? Ich würde gerne... Alles klar. Ich verstehe. Gut. Läuft, würde ich sagen. Huch. Kann ich da rein? Nee, ne? Ah. Aha, das sieht aus wie eine Tür. Türen sind gut. Frachtkapsel. Was? Reparieren. Okay. Oh fuck. Oh fuck. Oh oh oh. Und tschüss. Oh, Alter. Ja. Habe ich ja wieder gut gemacht. Hat er richtig gut hingekriegt. Bleibt das jetzt die ganze Zeit hier verstrahlt? Nö, ne? Hilfe? Achso. Ja, ich bin ein bisschen dämlich, glaube ich. Aber hey. Aber hey. Okay, das haben wir aufgekriegt. Das ist wahrscheinlich gar nichts. Oder können wir das aufmachen? Nee, ne? Nee. Gut. Hat sich das auch erledigt. Nee, egal. Wir haben unseren Hyperantrieb. Das ist ja schon mal viel wert.
Also ich weiß, dass man später riesige Schiffe haben kann, aber ob die so groß werden, weiß ich nicht. Das wäre ja noch viel besser. Das ist über Antriebs erforderliche Units 95.000 verkaufe Objekte im Handelsterminal einer Raumstation. Schalter beim Verkauf mit Teller, Exo-Anzug und Raumschiff-Inventare. Okay. Auf geht's. Mal schauen, was wir so verkaufen können. Das sieht ja böse aus. Aber das war anscheinend nur die Atmosphäre, die das hier so ein bisschen... Warte mal, hier müsste man doch auch irgendwo Gold und Silber finden, ne? Silber? Das weiß ich nämlich. Dass man in so Meteoriten hier oder... Doch, Meteoriten, ja. Gold oder Silber und so findet, ne? Und das müsste man ja eigentlich auch ein bisschen verkaufen können. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Gold? Ja. Lüppet. Wo muss ich hin? Da hinten. Alles klar, wollen wir erstmal wieder hier Goldklumpen. Nein, da will ich hin. Los geht's. 34 Sekunden. Klingt machbar. Ach ja. Oh, Rücken hab ich. Rücken. Ach ja. So. Kleinen Moment noch, 10 Sekunden. Ist ja nix. So. 2 Sekunden. Eine und. Usch. Okay. So. Warum hat er so früh aufgehört? Er hätte ruhig noch ein bisschen weiter fliegen können. So. Landesequenz wird eingeleitet. Sehr schön. Ist das die gleiche Raumstation wie eben? Ja, ne? Geht jetzt einmal ans Handelsterminal. Komm, aussteigen. Oh, ich dachte schon. Die PlayStation macht im Moment nämlich ein paar Zicken und hin und wieder hängt sie sich auch auf. Naja. So, wollen wir erstmal verkaufen. Wir brauchen 95.000 Units insgesamt. Verkaufen. So. Das würde ich gerne. Das. Ja, das können wir ruhig verkaufen hier. Das war jetzt falsch. So. Verkaufen. Das würde ich ungern verkaufen. Das würde ich alles eher ungern verkaufen. Bringt auch alles nicht wirklich was. Einmal zum Schiff. Gold. Weg damit. Silber, weg damit. Weg damit. Oh, wir kommen nicht auf genug. Nein. Nicht genug. Sauerstoff. Oh, ich weiß nicht. Hälfte. Na, oh, komm schon. Na, passt. Hä? Ach, verdammt. So, verkaufen. Kupfer. Es wird zwar immer noch nicht reichen, aber... Oh, pass. Die Wasserstoff. Ja, komm, egal. Egal. Weg damit. Natriumnitrat. Hm. Nein, wir brauchen 95, war das, ne? Das wird aber... Das wird knapp. Das brauchen wir gleich. Ferrit
Dauer brauchen wir dafür. Mikro, die brauchen wir sowieso. Komm schon. Magnetisches Ferrit. Brauchen wir das? Ich weiß es nicht. Bei dem bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Also. So. So. Jetzt haben wir 4 Stück brauchen wir. Kriegen wir so viele? Kriegen wir so viele? Oh, jetzt habe ich es weggedrückt. Sammle Kupfer. Euer Ernst. Gut. Kupfer sammeln. Nein, warte. Reisemeilenstein. 83.066 Units verdient. Okay. Hallo? Ich würde gerne Wörter von dir lernen. Hallo? Die elektronische Lebensform scheint meine Anwesenheit notgedrungen zu tolerieren. Sie hetzt mich und versucht, unsere Interaktion so schnell wie möglich zu beenden. So. Gib mir ein neues Wort. Handelssymbol ist, glaube ich, ganz gut. Und wir wollen jetzt noch einmal. Ja, das hatten wir schon. Sprachfähigkeiten üben. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Handel. Okay. Gut. Danke trotzdem. Sack. So. Auf der anderen Seite. Ah, wir gucken mal, wenn wir ihr Impulsantrieb, wenn wir den fertig haben und dann können wir uns hier auch mal genauer umgucken. Wo haben wir unsere. Das ist unsere Basis, ne? Da. Gut. Hier gibt es Kupfer. Finde ich schon mal cool. So. 250 Kupfer. Das hat mir jetzt 6 Silber gebracht. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin schwer begeistert. Naja. Wir werden sehen, wir werden sehen. So. Wir sind hier. Wir brauchen Kupfer und Kupfer haben wir. Ja, wo haben wir es? Wo? Werden wir über die Basis fliegen? Mal gucken, aber ich glaube, es sieht. Huch, das war ein Baum. Ja, es sieht sehr klein und minihaft und billig aus. So, wollen wir mal scannen. Was ist das? Unbekanntes Gebäude, ne? Gib her. Und gucken, was da so gibt. Piu. Also so kann ich schon mal nichts abbauen, ne? Nee. Ditte wird nix. Bin ich jetzt an dem. Ach da. Hä? Wie konnte ich denn jetzt so daneben herfliegen? Heute. Ja, parken kann ich. Tolles Gebäude. Egal, wollen wir mal gucken.
Der Ruf der Wildnis. So, hier mal reingucken. Korvax-Gehäuse, Natriumnitrat. Suchen. Fortschrittlicher Ionen-Akku. Ich weiß nicht, ob wir das speichern und kartieren. Machen wir doch mal. So. Wollen wir doch direkt mal gucken hier. Kupfer. Magnetisiert Ferrit? Nein. Ich will Kupfer. Auch nicht. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein Viech? Warum kann ich das nicht scannen? Bleib bitte stehen. Bleib stehen. Will der mich fressen oder will er die fressen? Der frisst die, ne? Das ist, glaube ich. Ich warne dich, Alter. Da sind ja noch mehr. Was sind denn das für welche? Egal. Was ist das? Ja gut, ich will ja aber auch nur Kupfer. Kupfer kriege ich nicht, sagst du? Es gibt kein Kupfer mehr. Jo. Läuft. So. Ja, das wäre mir oft definitiv zu weit gewesen. Mal hier mal eben parken. Ach ja, nee, ist klar. Secret 1, Umwelt 0. Läuft. Sauerstoffpflanze. Mitnehmen. Mitnehmen. Abbaulaser. Oh, da haben wir noch Natrium. Auch gut. Kann man immer gebrauchen. Und Kupfer. So. Das gefällt mir schon mal. Huch. War ich nicht, das war schon so. Definitiv. Oh, ich glaube, diese Kupferader reicht gar nicht, ne? Ui, ui, ui. Oh, da geht die noch tiefer. Ja, ein bisschen. Mal schauen, mal schauen. So. Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel mit Raytracing verdammt geil aussieht. Also könnte, ne, wie gesagt, könnte ich. Moment. Minenlaser, Terraforming, Ferritstaub, so läuft. So, und da noch mal. Und uns da noch mal ein bisschen hoch, ein bisschen. Das will ich auch haben. So. Vielleicht wäre so bei diesen Gegenständen noch eine vernünftige Physik geil. Dass das nicht so in der Luft hängen bleibt, wenn man es abgebaut hat, ne? Sondern dann eventuell auch runterfällt oder zusammenbricht. So wie das hier, ne? Sieben Kupfer brauchen wir noch. Fünf. Vier. Nehmen wir doch das hier. So. Ach ja. Wo haben wir die Karre hingestellt? Da nicht. Ach ja, genau. Da hinten auf dem. Genau. So.
So. Kann man eigentlich auch Minen bauen? Das wäre natürlich wieder so was, was mich ein bisschen interessieren würde. Ne? Warte mal, kann man die Raumschiffkammer auch einzeln ändern? Hilfsmittel. Raumschiff, externe Ansicht wechseln. Jawohl. So. Ui. So. Einmal parken, bitte. Oh nein. Ja. Genial. Raffinerie ist hier. Veredle chromatisches Metall aus Kupfer. Kriegen wir hin. So. Kupfer? Kupfer. So. Das sieht gut aus. Und das sieht noch besser aus. So. Dann würde ich jetzt glatt sagen, ich sammle hier noch ein bisschen Ferritstaub. Bis das da hinten fertig, da brauche ich auch her. Fertig ist und dann wäre es das auch für diese Folge wieder gewesen. Glaube ich. Nicht viel geschafft, aber ein bisschen die Gegend erkundet, ne? So. Das ist, glaube ich, immer noch das Tutorial, oder? Wo sind wir jetzt? Folge 5? Folge 6? Ich weiß es nicht. Und immer noch Tutorial, ja. Nicht schlecht, nicht recht, aber naja. Wird schon klappen. Das wird schon irgendwie klappen alles. So. So. Das nehmen wir noch. Gut. Da unten. Da ist das bescheidene Heim. Hä? Schließe die Installation ab. Ja, können wir von mir aus können wir installieren, ja. Das sieht gut aus. So. So. Läuft. Installiert. Aufladen. Womit lädt man den? Mit einer Warpzelle. Natürlich. Nee, ich wollte das jetzt. Ich wollte den nur. Ach, verschieben. Da. Aber. Bewegen. So. Erstmal dahin packen. Gut. Dann würde ich sagen, ja, wir sind wieder hier. Wir sind wieder zu Hause. Überantrieb erfolgreich installiert. Kehre zum Schiff zurück. Ja, mache ich gleich. In der nächsten Folge machen wir das. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es macht gerade ein bisschen weniger Spaß, weil man dieses Tutorial einfach so abarbeiten muss. Aber ich schätze mal, wenn das vorbei ist, das Tutorial, und man in einer anderen Galaxie ist oder so, oder wie auch immer, wird sich das Ganze wieder ein bisschen auflockern. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.